Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute mal was mit der Kamera verändert. Vielleicht sieht es, ist jetzt näher rangezoomt. Ist nur ein Test, vielleicht gefällt es euch besser. Ja, ich unbox heute oder packe heute ein Spiel aus, was ich immer gerne haben wollte. Und zwar Journey, oder spreche ich es richtig aus? Journey. Ja, das ist eine Collector Edition, da sind alle drei Spiele drin. Also nicht nur Journey, sondern auch, ich glaube, Floor und Flowers. Das sind drei PSN-Spiele. Ich glaube, die sind auch alle vom selben Entwicklerstudio und die sind jetzt zumindest in Amerika auf Blu-ray erschienen. In Deutschland kommt diese Collector Edition leider nicht raus. Also ich habe es gelesen im Internet, verstehe ich nicht, weil gerade dieses Spiel soll sehr gut sein und deswegen habe ich mir das hier eben aus Amerika bestellt für 33 Euro. Und ja, das unboxen wir heute ohne Unpacking mehr, weil es soll schnell gehen. Ja, ich kann ja nicht so gut Englisch, wie ihr wisst. Da steht halt drauf Bonus-Content inklusive alle Original-Soundtracks, Concert-Galleries, inklusive Dokumentation, Game-Kommentars, PNN-Avatars und mehr. Und dann ist hier noch drauf inklusive Floor und Flowers und drei Never-Before-Release-Minigames. Also drei kleine Spiele. Geht zu einem Spieler, Netzwerk, ein, zwei Spieler, braucht 2 GB. 1080p beziehungsweise 480p bis 720p bis 1080p Dual-Vibration. Ja, das Unboxen wir heute. Ich hoffe, das ist von der Bildqualität. Also, ich habe mal näher rangezoomt. Vielleicht findet ihr das so besser. Wenn nicht, dann mach es wieder von weit entfernt. Also, ich kann das auch nur so immer machen, wenn ich nur ein Spiel auspacke oder zwei. Ich habe es hier auch mal angerissen. Ich finde es schade, dass Sony diese Perle hier nicht veröffentlicht. Also, die kann man im PSN Store runterladen. Aber ihr kennt mich ja, ich lade mir nichts runter. Darum habe ich mir auch das Dreierpack für die Xbox 360 runtergeladen, also Limbo drauf war. Ja, vom Motiv finde ich das schon mal sehr schön. Das Video werde ich später hochladen, von daher ist es mir egal, ob ihr jetzt hier irgendwelche Codes seht. Die zeige ich euch jetzt auch alle. So cool, das ist wohl ein Wendecover. Also ich empfinde es als Wendecover, vielleicht ändere ich das auch. Sieht schön aus. Die Disc sieht aus wie das Cover. Und ich hoffe auch, dass die Bildqualität immer noch scharf ist, weil ich rangezoomt habe. Hier kriegt man einen Monat PlayStation Plus. Dann die Anleitung, die ist ziemlich dünn für drei Spiele, aber immerhin, ich meine, hey, das ist okay, viel Text, aber sogar in Farbe. Alles in Englisch, kann ich jetzt nicht anfangen, wie ihr wisst. Oh, das sieht aber gut aus, dieses zweite. Das sieht aus wie so ein Rollenspiel. Das ist das eine Spiel, das kenne ich nicht. Entschuldigung wegen meiner Stimme, ich bin, glaube ich, ein bisschen erkältet. Riecht doch sehr gut. Ja. Ja, und dann haben wir hier noch Codes für Avatar. Und ja, den Code könnt ihr sehen. Wenn ihr das Video seht, habe ich das eingelöst. Ja, das war mein ganz, ganz kurzes Unboxing. Beziehungsweise ich habe ausgepackt, Unpacking, wie man das nennt. Ja, ich finde Journey, also ich habe ja die Videos gesehen bei Game One. Zu den zwei Spielen kann ich nicht so viel sagen, aber dieses Spiel ist es alleine wert, dieses Spiel zu kaufen oder runterzuladen. Also ich lade es ja nicht runter. Und da ist ja eine Menge bei, wie ihr gesehen habt. Ein Monat PlayStation Plus, dann extra drei Minigames und noch Avatar und sowas. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und der Unpacking Bear ist beim nächsten Video wieder dabei. Keine Sorge, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!